Akteure, Nutzer Bitcoin in ihrem digitalen Portemonnaie. Und genau diese Bitcoin-Technologie, die Bitcoin, die auf einer Blockchain gespeichert ist, basiert halt genau auf dieser Technologie. Das heißt, jedes Mal, wenn ein neuer Block gespeichert wird, gibt es ein Konsensverfahren. Und im Fall, in diesem Fall nehmen 1 Million Akteure teil an diesem Konsensverfahren. Das heißt, 1 Million Akteure lösen eine komplizierte Rechenaufgabe, die auch dafür da ist, zu zeigen, dass man Rechenleistung einbringt und damit Energie verbraucht. Der Stromverbrauch von Bitcoin ist deswegen im Jahr 94 bis 155 Terawattstunden. Das ist sowas, irgendwas zwischen dem Stromverbrauch von Belgien und Schweden. Und das sind auch meistens keine erneuerbaren Energien. Also die CO2-Emissionen durch Bitcoin werden auf ungefähr 70,8 Milliarden Tonnen. Megatonnen. geschätzt, also so viel wie Griechenland. Unsere Freunde vom Border Step Institut haben in einer Studie ausgerechnet, dass 1/4 des Energiebedarfs von Rechenzentren global durch Kryptowährungen beansprucht werden. Das heißt, alle Projekte, die auf einer dieser großen Blockchains gespeichert werden sollen, beanspruchen diesen Energieverbrauch. Genau, aber das Podium heißt ja jetzt, darf es noch etwas Klimawandel zu Ihrem NFT sein und nicht zu Ihrer Blockchain? Paul, was ist denn ein NFT? Genau, ihr habt ja vielleicht alle diese Nierencat hier unten links gesehen, die war auch das Beschreibungsbild des Vortrags. Alle, die in den 2010er Jahren im Internet unterwegs waren, kennen die vielleicht noch. Das ist ein YouTube-Video, auf dem eine Katze mit Marmeladentoast als Körper auf einem Regenbogen durch den Weltraum fliegt. Dazu gibt es elektronische Musik und das Ganze hat mittlerweile so um die 200 Millionen Aufrufe. Und der Programmierer, der das damals ins Netz gestellt hat, hat vor 2 Jahren dazu einen sogenannten NFT erstellt. Ein NFT, das ist eine Abkürzung und steht für Non-Fungible Token, also nicht austauschbarer Token. Und das kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie ein Eigentumspapier. Und das Eigentumspapier legt eben das Eigentum an dieser Nierencat fest. Und er hat dieses Eigentumspapier damals für so ungefähr 300 Ether, also die Kryptowährung, die auf Ethereum basiert, verkauft. Das waren damals so ungefähr 600.000 Dollar. Das ist ziemlich groß durch die Medien gegangen und hat dann so einen NFT-Hype danach ausgelöst. Was hat das verändert? In der Praxis hat sich erstmal nicht so viel geändert. Diese Nierencat, das Video ist weiter auf YouTube verfügbar. Man kann es sich angucken, herunterladen. Die Werbeeinnahmen gehen auch weiter an den Inhaber des Kanals, also dem Programmierer, der das damals erstellt hat. Aber offiziell ist sie privatisiert. Was heißt das? Sie hat einen eingetragenen Eigentümer und das ist eben diejenige Person, die dieses Wertpapier, dieses Eigentumspapier, diesen NFT besitzt. Dieses NFT kann man also wie eine Kryptowährung hin und her schieben, mit dem einzigen Unterschied, dass es eben ein nicht wie Geldscheine aufteilbar sind und austauschbar. Also ob ich einen 5-Euro-Schein habe und ihn zur Bank bringe und wieder einen neuen 5-Euro-Schein bekomme, ist austauschbar in dem Sinn, weil es egal ist, welchen ich habe. Und es ist eben, und der NFT ist eben auch nicht aufteilbar. Es ist halt ein Eigentumspapier, wohingegen ich ja einen 5-Euro-Schein beliebig, also nicht beliebig oft, aber oft aufteilen kann, zum Beispiel in 5 1-Euro-Münzen. Und das geht eben mit einem NFT nicht. Wen das jetzt an Kunstmarkt und Spekulation erinnert, der liegt ziemlich richtig. Sowohl mit NFTs als auch mit Kryptowährungen kann vor allen Dingen gut spekuliert werden. Ihr kennt vielleicht so kleine Sticker mit dem Bitcoin-Logo, die manchmal irgendwo kleben, dass man hier mit Bitcoin bezahlen könnte. Aber in der Realität ist es so, dass die meisten Kryptowährungen viel zu stark schwanken, als dass man sie tatsächlich als Zahlungsmittel benutzen sollte. In diesem Mai gab es den sogenannten Crypto-Crash, da hat Bitcoin 15% an Wert verloren und Ethereum 22%. Das heißt, es lohnt sich auch zum Beispiel in Bitcoin zu investieren, wenn der Kurs gerade niedrig ist, in der Hoffnung, dass er wieder steigt. Das heißt, in der Welt vom Web 3, NFTs und Kryptowährungen bewegt sich sehr, sehr viel Geld, sehr viel Spekulation und das alles mit einer Speichertechnologie, die einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch hat. Aber
Es gab vor 2 Wochen eine Neuerung, die, ich würde sagen, alle BeobachterInnen von Bitcoin und NFTs in Atem hält, nämlich Ethereum hat ihr Konsensverfahren von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt. Das heißt, es ist keine Rechenaufgabe mehr, die von sehr, 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 sehr vielen Computern gelöst wird, sondern es geht darum, wer hat die meisten Anteile in der Ethereum-Blockchain. Das heißt, in dem Fall entscheiden jetzt die Menschen, die am meisten Geld investiert haben. Jetzt ist die Frage, könnte das alles verändern? Der Energieverbrauch ist auf jeden Fall runtergegangen. Das zeigen die ersten Zahlen, die wir haben. Und wir freuen uns total, das und noch vieles mehr zu diskutieren mit einem großartigen Panel, moderiert von Jenny Gensmer. Und ja. Viel Spaß. Kann ich gerne machen. Ja, hallo. Vielen Dank für die nette Einführung in das Thema und die Vorstellung. Ich bin Jenny Gensmer, ich bin freie Journalistin hier in Berlin. Freue mich sehr, dass ich dieses Panel hier moderieren darf. Darf es noch etwas Klimawandel zu Ihrem NFT sein? Ein polarisierendes Thema, wenn ich das mal so nennen darf. Es gibt einige, die sich viel von dieser Technologie versprechen, vielleicht Geld damit verdienen wollen, bis hin zu sich zu überlegen, wie kann man eine neue Gesellschaft auf Token aufbauen. Und es gibt viele, die dieses Thema extrem kritisch sehen, zum Beispiel sagen, diese Technologie ist gefährlich, zum Beispiel, wenn man das vor dem Hintergrund des Klimawandels betrachtet. Und aus dieser Perspektive wollen wir das Thema heute auch diskutieren. Ich freue mich sehr auf meine Gäste heute. Fangen wir mal an mit Anke Domscheit-Berg, Netzaktivistin, digitalpolitische Sprecherin der linken Fraktion im Bundestag. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Gestern schon einen Vortrag gehabt auf der Bits und Bäume, heute noch ein weiteres. Wir werden viel mit dir im Austausch sein heute. Dann gestern noch bei Protesten in Köln gegen die hohen Energiepreise, heute schon bei der Bits und Bäume, Pauline Brünger, Klimaaktivistin und Sprecherin von Fridays for Future. Schön, dass du da bist. Hallo. Und als dritter Gesprächspartner haben wir heute Jürgen Geuter, Informatiker, vielen von euch bestimmt bekannt im Internet als Tante und sehr laute Stimme, was die Kritik angeht an Web3, Blockchain, Kryptotechnologien. Ja, jetzt dürft ihr auch quatschen. Ja, und ich möchte gleich den Ball aufnehmen, den ihr uns zugespielt habt, Paul und Rieke, was The Merge angeht und die Einschätzung dieses veränderten Betriebsmechanismus, wenn ich das mal so nennen darf. Aber vorher würde ich gerne noch einen kleinen Eindruck bekommen von euch aus dem Publikum. Es gibt ja diese kleine Tradition bei der Bits und Bäume, sich zu outen. Wer ist ein Bit und wer ist ein Baum? Deswegen mal kleine Bitte um Handzeichen. Wer von euch ist denn ein Baum? Vielleicht so ein Drittel. Okay, wer gehört so zu dem Bit? Das ist ungefähr halb-halb, was würdet ihr sagen? Das ist. Ja, aber ja, genau. Und so dazwischen, dazu würde ich mich zählen, auch recht viele. Okay, das ist auch sehr wichtig. Ihr habt eine wichtige Brückenfunktion, würde ich sagen, zwischen den beiden Lagern. Ich glaube, da wurde was. Ich habe es leider nicht gehört von hier vorne, aber. Bitte? Die Winkekatze, die nervt, die ist sehr nützlich für Menschen im Livestream, die gucken können, ob der Livestream noch läuft. Das ist in Ordnung. Vielleicht Konzentration auch für unsere Gäste. Vielleicht. Super, okay. Ja, also wie gerade schon angekündigt, ich würde den Ball gern aufnehmen. Wir haben gerade gehört, dass eine sehr wichtige, eine sehr bekannte Blockchain, die Ethereum-Blockchain, sich nach vielen Jahren dann tatsächlich doch entschieden hat, auf einen neuen, weniger klimaintensiven Betriebsmechanismus, wenn man das so nennen möchte, zu wechseln, von Proof of Work zum Proof of Stake Modus. Und Pauline, ich würde die Frage gerne an dich richten, als Klimaaktivistin. Überzeugt dich das? Das Mikro ist noch aus. Vielleicht können wir es kurz anschalten. Auf den Knopf. Ah, jetzt. Jemand hat das Mikrofon gemutet, okay. Also ich kenne das ja aus ganz, ganz vielen anderen Debatten eigentlich auch, dass wir Technologien haben oder Verfahren,
die in sich erstmal sehr, sehr klimaschädlich sind oder auch grundsätzlich sehr, sehr schädlich für die Umwelt, für viele andere Themen. Und dann ist das ein ganz, ganz typisches Verfahren, was wir auch von Seiten von Unternehmen sehen, dass sie kleine Veränderungen tätigen, dass es eine reale Verbesserung gibt. Die gibt es ja, die sehen wir ja gerade, aber die das Problem eben nicht grundsätzlich löst, sondern auf vielen Ebenen ja auch ein Anreiz ist, um Sachen erstmal schöner darzustellen, als sie sind. Man hat irgendwie dieses große Medien-Wow, oh, Blockchain, Kryptowährung, das geht jetzt auch ganz anders. Und real sind wir ja trotzdem nicht dabei, dass wir gerade sehen, dass wir jetzt, dass die Blockchain gerade eine Technologie dadurch geworden ist, die gut für das Klima ist und die uns nicht mehr schadet, so wie sie es vorher getan hat. Und natürlich kommen mit diesem Verfahren ja auch noch ganz andere Herausforderungen auf uns zu. Da können vielleicht die anderen beiden Panelistinnen noch mal mehr was zu sagen als ich, weil die ja nicht unbedingt nur eine reine Umwelt- und Klimawirkung haben. Aber ich glaube, man muss da wirklich sehr, sehr genau drauf achten und sich nicht so schnell von solchen, viel ja auch einem reinen Marketing-Sprech von Leuten, die wollen, dass dieses Projekt weiter funktioniert, eben auch, weil sie so viel Geld damit verdient, dass man sich davon nicht einfach so einlullen lässt. Mhm. Und ich sehe hier auch schon Tante nicken. Wir kommen auch zurück auf das Thema, was du gerade angeschnitten hast, Gesellschaft und Klimawandel. Aber Tante, wir haben jetzt schon einige Vokabeln, sage ich mal, gehört, was die Blockchain ist, haben was von NFT und Konsens gehört und so weiter. Aber kannst du uns nochmal auf den Stand bringen, wofür wurde diese Blockchain eigentlich entwickelt? Was kann diese Technologie eigentlich? Ursprünglich wurde die Blockchain entwickelt für Bitcoin. Also man wollte halt eine Währung haben, die nicht durch Staaten, Banken, wie auch immer abgewickelt wird, sondern die irgendwie dezentral funktioniert, ohne Eingriffsmöglichkeiten durch irgendjemanden. Und genau für diesen Case sind halt Blockchains auch technisch vielleicht gar nicht absurd. Also man will eine Datenbank haben, die genau einen nicht diskutierbaren Stand hat zwischen ganz vielen Teilnehmern, die sich nicht kennen und nicht vertrauen. Das ist ein hässliches Problem. Wenn man eine Digitalwährung machen möchte, die niemand kontrolliert, kann ich verstehen, dass man das auf so eine Art und Weise machen möchte. Aber das hat halt als Datenbank, die irgendetwas anderes tut, ist es halt technisch ziemlicher Unfug. Weil es halt so unglaublich langsam und ineffizient ist und wir an vielen Stellen auf so Dinge wie ein Undo gar nicht verzichten wollen. Also wie Paul es ja genau richtig erklärt hat, ist halt diese Perlenkette, aus der ich in der Mitte nichts rausnehmen kann, ich kann nichts verändern, wenn halt Dinge passieren, die nicht hätten passieren dürfen und wir wissen alle, Fehler passieren, wir sind alle nicht perfekt, dann ist es echt gut, dass man eine Möglichkeit hat, einen Fehler rückgängig zu machen. Und Technologien, die das nicht können, sind halt grundsätzlich eigentlich nicht für menschlichen Einsatz geeignet. Also vielleicht gibt es andere Wesen, für die das ganz brauchbar ist, aber wir haben halt das Problem, dass wir gerne Fehler korrigieren könnten und schon aus der Sicht heraus sind diese Technologien halt einfach so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ein Buzzword würde ich vielleicht gerne noch einwerfen, Smart Contracts, das ist ja quasi noch eine weitere Funktionalität, die auf der Blockchain laufen kann und die auch wichtig ist. Genau, also die als Bitcoin gebaut, die Bitcoin-Blockchain ist extrem simpel. Die kann halt Bitcoin. Also man kann halt dieses Monopoly-Geld da hin und her schicken. Als dann Ethereum später erfunden wurde, hat man was draufgesetzt und gesagt, wie wäre es, wenn die Technologie nicht nur langsam ist, aber man darauf sogar seinen eigenen Code drauflaufen lassen könnte. Das heißt, bei Ethereum und dann allen Blockchains eigentlich, die danach kamen, ist es nicht nur so, dass man halt irgendeine Währung hin und her schieben kann, sondern ich kann eigenen Code schreiben in so, meistens in so einer Art JavaScript-Dialekt. Und kann den da drauf packen und der läuft dann automatisiert ab. Das heißt, das ist Code, an den ich quasi eine Überweisung machen kann und dann tut der irgendwas. Sowas wie, ich schiebe ein Token rein und dann schmeißt er mir hinten zwei andere Tokens raus. Oder ich stecke zwei Token rein und er zerstört die beiden und macht mir ein drittes draus. Solche Mechanismen können durch Smart Contracts von jedem auf der Blockchain implementiert werden. Genau, und dafür, das ist halt die Grundlage für zum Beispiel sowas wie NFTs, also jedes NFT oder jedes andere Token hat immer einen Smart Contract, der dazu verbunden ist, der das Ding verwaltet. Der zum Beispiel sagt, so entsteht ein neues NFT, so kann man das überweisen, so kann man es vielleicht transferieren in was anderes, so kann man es vielleicht auch zerstören. Das heißt, Smart Contracts sind so, zu der ursprünglichen Bitcoin-Blockchain-Idee hat man so das draufgedöckelt, damit es angeblich so eine General-Purpose-Lösung wäre, mit der man alles theoretisch lösen könnte. Damit kann man halt jetzt programmieren, wenn man das möchte. Genau, das ist das.
General Purpose, da kommen wir nochmal drauf zurück später. Anke, wir haben jetzt schon gehört von Tante, das sind Technologien, die sind eigentlich nicht so für den Menschen gemacht. Paulina hat schon gesagt, es ist weiterhin kritisch so mit dem, vor der Klimaperspektive zum Beispiel. Aber die Bundesregierung unterstützt ja trotzdem oder fördert Blockchain-Technologien. Kannst du uns mal einen kleinen Einblick geben, welche und warum? Ja, ich fange mal mit dem Warum an, bevor das Welche kommt. Der Hauptgrund ist, glaube ich, der viele Probleme im Digitalen erklärt. Politik ist halt hochgradig digital inkompetent. Und das ist ein komplexes Thema. Die raffen das einfach nicht. Das heißt, sie fallen sehr leicht drauf rein, wenn irgendjemand daherkommt und ihnen wirklich so die Lösung des Jahrhunderts für alle ihre Probleme verspricht, die sie anders einfach nicht gebacken kriegen. Also da, wo sie auf normalem politisch-gesellschaftlichem Weg ein Problem nicht gelöst kriegen, sind sie sehr empfänglich dafür, dass irgendwas, Wasserstoff, künstliche Intelligenz, Blockchain, magisch ihr Problem löst. Sie fühlen sich dann auch großartig, weil sie fühlen sich dann nicht mehr so versagermäßig, von wegen Funklöcher, Glasfaser, vorletzter Platz europaweit und so. Ne? Das fühlt sich schlecht, auch für Politiker, die das dann immer wieder hören, auch im Wahlkreis. Die können dann aber sagen, Blockchain. Also dann fühlen sie sich plötzlich wieder ganz vorne und nicht mehr ganz hinten. Also ich glaube, diese psychologischen Effekte und der Mangel an Kompetenz spielen eine wirklich große Rolle. Und das führt am Ende zu wirklich seltsamen Entwicklungen. Also ich hoffe sehr, dass sich das mit der Ampel ein bisschen ändert, aber es sind die Strukturen innerhalb des Bundesapparats sind ja noch im Wesentlichen die gleichen, das merkt man auch. Also es gibt zum Beispiel nach wie vor im BMWK, wo ja immerhin ein grüner Minister oben drauf sitzt, ein Referat, das heißt irgendwie KI und Blockchain oder so. Das hat Blockchain im Namen des Referats, das ist komplett unüblich, weil die ganze Zeit kriegt man auch von der politischen Führungsebene immer erzählt, alles muss technologieoffen ausgeschrieben werden zum Beispiel. Bei Blockchain gilt sowas dann plötzlich nicht. Bei KI oder Wasserstoff gilt es dann oft auch nicht. Da steht es schon in Ausschreibungen drin, in Förderprojekten steht es drin und dann nennt man plötzlich sogar ein Referat irgendwas mit Blockchain. Also ich glaube nicht, dass das 4 Jahre Ampelkoalition überleben wird, dieses Referat. Das ist noch ein Überbleibsel. Aber es gibt halt sehr komische Förderungen. Jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken, weil diese komischen Dinger kann man sich auch gar nicht alle merken. In der GroKo zum Beispiel wurde auch eine Blockchain-Strategie verfasst. Die hat den Untertitel, wir stellen die Weichen für die Token-Ökonomie. Ich finde es immer schön, zu welchen großen Schlagwörtern man da greift. Und da kommen dann so Sachen, man pilotiert Blockchain-basierte EIDs und so weiter. Man will eine Rechtsform für zivilrechtliche Wertpapiere wie NFT ermöglichen. Man möchte jede Menge Reallabore und Pilotprojekte fördern. Man will Entwicklungsländern durch die Etablierung von Blockchain helfen und man möchte natürlich super eng mit der Privatwirtschaft zusammenarbeiten und da kamen dann so Sachen wie beinahe ein Impfzertifikat mit 5 Blockchains raus oder die ID-Wallet, das haben wir schon gehört. Tatsächlich haben wir vor ein paar Monaten meine Kollegin in der Linksfraktion, Petra Sitte und ich, mal eine kleine Anfrage gemacht, wer die nachgucken will, Drucksache 20-990. Die führt euch dahin, Blockchain im Geschäftsbereich der Bundesregierung. Sehr interessante Sachen erfährt man da. Da gibt es zum Beispiel im BMBF das Projekt Covim ImmunoHub. Die heißen alle so komisch, jetzt wisst ihr, warum ich den Zettel brauche. Zum Schwarmlernen. Da geht es also darum, Daten aus Erforschungen der Covid-19-Immunität von verschiedenen Projekten dezentral zu analysieren. Und das wird dann die Blockchain-Variante, ich nehme an, das ist eine Kombo mit KI, wird umschrieben als umfassende Software, die für das Swarm-Learning als Schwarmknoten fungiert. Und am schönsten ist eigentlich der Satz, aufgrund seiner dezentralen Struktur ist der weltweit einmalig und besitzt dadurch ein hohes Innovationspotenzial. Also man redet es sich wirklich rein, warum das jetzt gut sein muss, nur weil niemand anders so doof war, das Gleiche zu tun. Das finde ich immer sehr bemerkenswert. Dann gibt es beim BMBF verschiedenste Systeme zur beruflichen Weiterbildung. Da will man dann zum Beispiel Lebensläufe und Zertifikate auf einer Blockchain speichern. Beim BMWK gibt es ein Prototyp einer Qualitätsinfrastrukturplattform. Was soll das sein? Also man weiß das immer gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Geplant wird auch eine Studie zu einem Emissionshandelsregister vom BMUV. Und das Gruseligste plant eigentlich das BMI. Das ist ein System Flora für Asylfragen. Da möchte man eine komplexe föderale Blockchain-Infrastruktur Asyl aufbauen. Was immer genau die meinen, aber es soll eingebettet sein in die European Blockchain Services Infrastructure. Und
es soll die Abläufe verkürzen, die Fehler verringern, die Transparenz erhöhen. Es soll theoretisch das Löschen von Daten ermöglichen. Kann man nicht vorstellen, wie die das machen wollen. Es geht eigentlich nicht. Keine Ahnung. Magie wurde Naja, und dann fördern sie, das sind also Projekte, die Verwaltungen jetzt schon machen. Und dann gibt es noch ganz viele Förderprojekte, die in der Regel andere machen, wo der Bund nur Geld bezahlt. Also Forschungsprojekte, aber auch viele Unternehmen kriegen damit sehr viel Geld Zeugs gefördert. Das sind insgesamt 145 Förderprojekte, viele Dutzend Millionen Fördergelder fließen da rein. Zum Beispiel für das Katasterwesen in Georgien, für Blockchain-basierte Gewürzlieferungen nach Sri Lanka. True Budget nennt sich eins, das ist eine Blockchain, wo es darum geht, Fördergelder zu tracken. Und dann gibt es noch ein Experimentierfeld für die Simulierung von Verhandlungen, Vertragsabschlüssen durch Maschinen, also eine Art von Smart Contracts, die dann wahrscheinlich KIs miteinander abschließen. Ja, das ist schon recht gruselig. Und das Letzte sind die immer noch existierenden Schaufensterprojekte EID. Das BMI hat sich ja nach dem Fail mit ID Wallet dagegen entschieden, Blockchain-Varianten weiter zu verfolgen in Verbindung mit EID aus gutem Grund. Da hat das BSI nach wie vor warnt davor, es ist eine unsichere Technologie, man kann sie auch auf absehbare Zeit nicht sicher machen und wahrscheinlich nie. Und der Bundesdatenschutzbeauftragte, der hat auch gesagt, geht nicht. Also diese Warnung hatte man vorher, hat man in den Wind geschlagen. Aber es gibt noch diese Schaufensterprojekte ID, die sind gar nicht im BMI, sondern die sind im BMWK, weil das geförderte Projekte Dritter sind, an denen knapp 50 Millionen Euro Steuergeld dabei sind. Und zwar auch für den nächsten Haushalt 2023, den verhandeln wir gerade. Für das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung, so als Vergleich gibt es 9 Millionen und das ist schon fast doppelt so viel wie letztes Jahr. Also 50 Millionen gibt es für EID mit Blockchain-Projekten in der privaten Wirtschaft. Da habe ich hoffentlich ein bisschen was angestoßen im letzten Digitalausschuss nach der Anhörung, zu der du eingeladen warst. Also da weiß ich, guckt man jetzt gerade genauer, weil die Haushaltsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen, ob man da vielleicht ein paar Euros abzweigt, weil es sollen noch weitere 4 Jahre laufen und jedes Jahr viel Kohle da reinfließen und ob man das vielleicht in sinnvollere Projekte steckt. Mal gucken. Mhm. Jetzt hast du gesagt, da guckt man ja möglicherweise ein bisschen genauer. Und du hast von der GroKo-Blockchain-Strategie gesprochen. Was ich interessant fand, war, als man in den Koalitionsvertrag reingeschaut hat, der Ampel, da standen noch einige, zumindest stand Blockchain explizit in diesem Koalitionsvertrag drin. Und Da war das eben, das wollte man offenbar an unterschiedlichen Stellen noch umsetzen, zum Beispiel im Bereich Innovation und Finanzen. Und jetzt haben wir aber die Digitalstrategie gesehen der Bundesregierung, da kommt das Wort eigentlich nicht mehr vor. Also wenn man noch ein bisschen sucht, dann findet man zum Beispiel sowas wie Kryptotoken, nehme an, das ist damit gemeint. Aber wie würdest du das einordnen? Wird da einfach noch gerungen hinter den Kulissen? Also es gab ja verschiedene Entwürfe der Digitalstrategie, die auch an verschiedene Orte hingelegt worden sind, unter anderem auch auf meinen Tisch. Und in früheren Versionen stand Blockchain auch noch drin. Und man hat ja auch so Kontakte in die verschiedenen exekutiven Strukturen hinein. Und da weiß ich, war das wirklich ein Battle. Es war ein harter Kampf darum, dieses Blockchain als Extranennung rauszubekommen. Ich glaube, diese Krypto-Tokens hat man einfach übersehen, weil man Suchen mit Blockchain gemacht hat und vielleicht noch mit Distributed Ledger, DLT. Und die hat man dann raus eliminiert. Das war also wirklich erst relativ kurz vor Verabschiedung der finalen Version der Digitalstrategie. Tatsächlich findet sich es im Koalitionsvertrag noch anders und ich glaube, das bildet ganz gut gerade auch den Entwicklungsprozess innerhalb der Ampel ab. Also nachdem, wie ich das mitkriege im Digitalausschuss, ist da was in Bewegung. Da funktioniert offenbar bestimmte Aufklärung auch aus der Basis heraus. Da gibt es ja engere Verbindungen. Ich finde die absolut ungenügend noch, aber sie sind also wirklich viel enger als das, was wir vorher in der GroKo hatten. Die hat halt nur zum Beispiel die Blockchain-Strategie entwickelt in Kooperation mit 50 Blockchain-Experten. Das waren natürlich alle, die Hurra Blockchain gerufen haben. Dann hat man mit Forschungsinstituten gearbeitet, die halt Lehrstühle für so Blockchain-Kram hatten. Die haben das natürlich auch toll gefunden und mehr Forschung gefördert, kann ich aus deren Sicht verstehen. Aber jetzt hört man hoffentlich ein bisschen mehr auf das, was auch die aktive und kompetente Zivilgesellschaft dazu zu sagen hat. Auch das steht im Koalitionsvertrag. Es wird im Detail noch nicht hinreichend gelebt. Da könnt ihr gerne ein bisschen Druck ausüben auf Leute, die ihr kennt. Für die Digitalstrategie habe ich es abgefragt, für die Gigabit-Strategie auch. Da wurde exakt nullmal die Zivilgesellschaft im Vorfeld einbezogen, sondern ausschließlich die Wirtschaft. Also Dinge sind noch ein bisschen alte Kultur,
aber sie sollten sich ändern und ich sehe die Möglichkeit, dass sie sich ändern. Mhm. Aber es erfordert wirklich auch euren Druck. Ja? Schreibt eure Abgeordneten an, die ihr so kennt und sagt, ihr fordert ein, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich Einbeziehung der Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft haben wir auch auf dem Podium vertreten, vielleicht von beiden Seiten Mikros gereicht. Pauline, wie werden denn Blockchain-Technologien bei Fridays for Future zurzeit diskutiert? Ist das ein Thema, was man schon embraced oder kritisch anvisiert hat, sich eine Position dazu erarbeitet hat? Wird darüber diskutiert? Wenn man ganz ehrlich ist, ist Blockchain, glaube ich, nicht das große Thema der Klimabewegung. Aber natürlich sind, also junge Menschen, die bei Fridays for Future engagiert sind, sind ja auch ganz viel einfach grundsätzlich junge Menschen, die sich politisch interessieren. Und da bekommt man ja auch einiges mit. Und wenn wir uns, wir haben das eben in dem Input gehört, ne, wie groß die direkten Klimafolgen von dieser Technologie sind, wenn wir uns das zum Beispiel bei Kryptowährung anschauen, ein unglaublich hoher Energieverbrauch, und weil diese Energie eben meistens auch fossil und nicht erneuerbar gewonnen wird, dadurch natürlich auch mit einem gigantischen Folgen für das Klima. Und mein Eindruck ist, dass man in so einer, also in der Klimabewegung, nimmt man das auf einer Ebene, glaube ich, nicht so ernst, weil man so ein bisschen darüber lacht einfach, weil wir merken ja gerade, also wir kämpfen ja riesige Kämpfe in allen Sektoren dieses Landes, in auf allen Ebenen dieser Wirtschaft, wo wir merken, es muss sich gigantisch was verändern. Also wir müssen Energie ganz anders gewinnen, aber wir müssen Energie auch einfach weniger verbrauchen. Und wir merken, dass wir da sehr, sehr harte Kämpfe gerade führen. Und aus zwei Gründen. Einmal natürlich, weil es sehr große wirtschaftliche Kräfte gibt, die das nicht wollen, weil sie merken, so wie die Wirtschaft gerade funktioniert, profitieren sie noch davon. Aber natürlich auf einer zweiten Ebene auch, weil es auch reale Herausforderungen gibt, wenn man so eine große Transformation anstrebt. Und wir an vielen Punkten ja gerade auch eine reale Abhängigkeit zu Technologien haben, von denen wir wissen, dass sie langfristig sehr, sehr schädlich für unser Klima, für unsere Umwelt und damit auch für uns Menschen sind. Aber die ist gerade da. Also wir sehen das momentan, wo wir eine Energieknappheit haben, wie relevant es ist, dass genug Energie da ist, um unser normales tägliches Leben gestalten zu können. Und dann kommt da plötzlich aber eine Technologie an, die einen enormen Energieverbrauch hat, und man sitzt da und fragt sich so ein bisschen so, wofür brauchen wir die denn überhaupt? Also da geht es ja wirklich nicht darum, dass ob wir irgendwie noch unser Licht anmachen können am Ende. Also das ist natürlich auch ein Quatschargument von Leuten, die Energiewende blockieren wollen, dass sie sagen, wir haben jetzt hier Blackout-Szenarien. Aber da geht es ja nicht darum, können wir irgendwie noch, gibt es noch Mobilität, wie wir irgendwie zur Arbeit kommen können? Was können wir noch essen? Wie beleuchten und wärmen wir unser Zuhause? Sondern das ist ja eine Technologie, von der, und da kann mir jemand auch gerne gleich noch was anderes erzählen, wo ich noch nicht von einem realen Problem gehört habe, was sich wirklich nur dadurch lösen lässt und was vor allen Dingen ein so relevantes und wichtiges Problem für uns Menschen ganz real in unserem Leben ist, dass es in der Abwägung hinhält, zu sagen, wir rechtfertigen das, diesen gigantischen Energieverbrauch hinzunehmen, um das umzusetzen. Und deswegen auch, glaube ich, so dieses, ne, dass man sich in der Klimabewegung sitzt man da und man ist so, also das ist doch wirklich, als ob wir uns jetzt damit beschäftigen müssen. Und vergleichsweise mit großen anderen Transformationen ist es ja jetzt auch nicht das größte Problem. Aber deswegen, also man schaut da, man liest die Nachrichten und man denkt so, was ein Quatsch. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir dir ein Problem bieten können, Pauline, das gelöst werden soll mit der Blockchain-Technologie, aber zumindest eine große Idee. Und da würde ich Tante gerne nochmal bitten, uns das zu erklären. Und zwar gibt es ja nun einige, die sagen, wir wollen mit einer Blockchain nicht nur Lieferketten nachvollziehbar machen oder sowas wie digitale Zertifikate für digitale Kunst darauf speichern oder sowas, sondern es gibt Leute, die rufen so eine Art nächste Version des Internets aus, das sogenannte Web3. Kannst du uns da so mal ein bisschen helfen zu verstehen, wie dieses Web3 aussehen soll? Also, stellt euch mal vor, dass alles, was ihr im Internet tut, steuerrechtlich relevant ist. Im Prinzip ist das das Web3. Das ist diese Token-Economy. Der Gedanke ist, dass, und wie häufig in diesem Blockchain-Space ist, wenn man
wenn man auf die Problembeschreibung guckt, muss man sogar manchmal nicken. Also in dieser Web3-Community wird festgestellt, das Internet, das wir gerade so haben, ist, ob man jetzt sagt, es ist kaputt oder ob man sagt, es hat große Probleme. Wir haben starke Monopolbildung, also man kann halt sich entscheiden, ob man bei Apple spielen möchte oder bei Google oder bei Facebook, aber einen dieser Leute muss man sich im Prinzip aussuchen, die so die eigene digitale Identität kontrollieren, wenn man praktisch sein möchte und nicht wie ich so ein Depp ist, der seinen ganzen Scheiß selber hostet. Und wir haben extrem diverse weitere Probleme. Wir haben Staaten, die eingreifen in Datenflüsse, wir haben Zensur, bla bla bla. Also wir alle könnten wahrscheinlich eine lange Liste aufzählen mit Problemen, die wir im Internet sehen. So. Interessanterweise sowas wie Hate Speech und Harassment ist für diese Web3-Community nicht so ein Problem. Und das hat, was sie sich halt überlegt haben, ist, naja, jetzt nehmen wir halt Blockchains und lösen das Problem, weil Blockchains können alles lösen. Also das Finanzministerium will gerade mit Blockchains Cum-Ex irgendwie lösen, aus irgendwelchen Gründen. Und was sie halt sagen ist, naja, wenn wir das jetzt heute tun, also irgendjemand, wenn wir jetzt heute, wenn ihr auf meinem Blog einen Kommentar schreibt, ich habe auf meinem Server eine Datenbank laufen, wenn ihr dann das Formularfeld das eingibt, dann landen die Daten bei mir in der Datenbank, ich speichere die und dann werden die angezeigt, wenn man bei mir auf die Website kommt. Das ist natürlich null dezentral, das ist hochzentralisiert, ich bin hier der zentrale Monopolist meines eigenen Blogs. Und was die sagen, nee, diese ganzen Daten müssen halt in dezentralen Blockchains irgendwo gespeichert werden. Das heißt, ihr kommt auf meine Website, der Blogpost, den ihr lest, ist auch ein Token irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Und dann macht ihr einen Kommentar drauf, das erzeugt ein neues Token, das irgendwie auf das andere Token verweist. Und das bedeutet halt, dass zum Beispiel Daten nicht gelöscht werden können. Was einmal auf der Chain ist, ist auf der Chain. Niemand kann zensieren. Es bedeutet, dass man nicht abhängig ist davon, dass ich meinen Server bezahle und all diese Versprechen. Also was sie halt wollen, ist wirklich die grundsätzliche Art und Weise, wie wir das Internet bauen, durch ihre Blockchain-Technologie verändern. Und zwar immer auf eine Art und Weise, dass es eben nicht mehr irgendwelche zentralen Instanzen gibt, die Dinge kontrollieren, sondern alles muss irgendwie immer über Smart Contracts auf den Chains abgewickelt werden. Das ist für die eine grundsätzlich auch libertär-politische Ausrichtung. Also sie wollen halt eben nicht, dass es irgendwen gibt, der Dinge kontrollieren kann. Und für sie ist das Narrativ immer, da sitzt jetzt eine einzelne böse Person, die kontrolliert dich. Was natürlich auch in deren Logik zentralisierte Dinge sind, die kontrollieren, ist zum Beispiel eben auch ein gewähltes Parlament oder eine Regierung, die man irgendwie sich gegeben hat oder eine Organisation, die gemeinsam demokratisch Entscheidungen trifft und sagt, wir wollen das und wir wollen das nicht. Alles das muss nicht abgewickelt, sondern muss halt verhindert werden. Es darf halt alles nur über diese technische Infrastruktur abgewickelt werden. Es gibt einen Code und der läuft und das ist, wie die Wahrheit ist. Und so soll das Internet umgebaut werden. Und das bedeutet natürlich in so Seiteneffekten, ich sagte gerade so, Hate Speech und Harassment sind für sie kein Thema. Man kann zum Beispiel Hate Speech nicht mehr löschen. Das ist halt dann drin. Du kannst es auf deinem Blog vielleicht ausblenden und sagen, diese Tokens, die zeige ich dir nicht an, aber sie werden immer dastehen. Und diese Sichtweise, halt alles muss auf diese dezentralen Datenbanken geschoben werden, alles muss auch besessen werden. Es ist halt auch immer der Gedanke, dieses Token, was zum Beispiel dein Kommentar auf einen Blogpost ist, das ist jetzt dein Besitz, den du theoretisch auch handeln könntest. Deshalb sagte ich, alles, was du tust, ist plötzlich steuerrechtlich relevant. Weil diese Tokens haben dann einen Wert. Du hast einen tollen Edit auf der Wikipedia gemacht. Das Token besitzt du. Das kannst du jetzt, weil der Edit so toll war, kannst du das jetzt dann danach verkaufen an irgendwen. Diese Logik, das ist diese Token-Economy, die auch Anke vorhin ansprach, die Bundesregierung gerade fördern möchte. Alles muss in so Besitz an so kleinteiligen digitalen Objekten gegossen werden und damit sollen sich alle Probleme des Internets wie Zentralisierung und sonstige Geschichten lösen. Und wie häufig, wenn man Leuten wirklich erklärt, wie Blockchains funktionieren, wie diese Ideologie funktioniert, bekommt man als Antwort, das kann doch nicht so doof sein. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und wenn man sich diese Frage am Ende stellt, hat man es verstanden. Tante, wir sprechen häufiger von die Web3-Community oder manchmal auch so ein bisschen im Passiv, aber kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer sagen, wer diese Technologien eigentlich pusht, was für ein Weltbild dahinter steckt, wenn man das so sagen kann, heißt das? Also was man halt sagen muss, das ist jetzt kein eingetragener Verein, wo es so ganz klare Mitglieder gibt, so hier, wir sind die Web3-Leute und das ist auch nicht eine Firma, na, es ist schon ein bisschen eine Firma, aber
es ist eine sehr lose Verbindung. Es gibt interessanterweise auch, das sind jetzt nicht nur Rechtslibertäre, auch wenn das so die dominante Denkfigur da ist. Es gibt auch so linke Blockchain-Leute, Blockchain-Socialists und so weiter. Es gibt sehr absurde Dinge in diesem Feld, in diesem Bereich. Aber so die dominante Bewegung ist halt eine, die schon auch in gewisser Weise dezentral, aber eine Bewegung, die sehr stark aus so einem rechtslibertären Verständnis kommt von staatliche und politische Strukturen sind immer böse, es gibt nur das Individuum. Das ist das, was der Soziologe Macpherson mal Besitzindividualismus nannte. Das heißt, die Vorstellung von Gesellschaft ist, es gibt gar keine Gesellschaft, es gibt nur Einzelpersonen und die schließen Verträge miteinander. Und alles, wofür der Staat zuständig ist, ist sicherstellen, dass man Eigentum haben kann und dass Verträge durchgesetzt sind. Alles andere ist irrelevant. Alles andere ist, man kann alles verhandeln, man kann alles verkaufen, man kann alles in Geld umwandeln und so weiter. Und aus dieser Denkrichtung kommen die häufig und da haben sich ursprünglich aus der sehr technisch geprägten Sicht, die ursprünglichen Ethereum-Leute wollten natürlich irgendwie vor allem auch ein bisschen mit Technologie rumspielen, aber zum Beispiel Vitalik Buterin, der so quasi einer der Haupterfinder von Ethereum, der hat Geld von Peter Thiel genommen, damit er sein Studium nicht abschließt, sondern Ethereum baut und da jetzt ein bisschen absurde Essays alle paar Wochen mal schreibt. Das heißt, die kommen schon aus einer gewissen politischen Tradition und es hat sich darum, aber weil man damit irgendwann viel Geld verdienen konnte, hat sich auch ein Zoo aus ein paar Firmen drum gebildet, die das Ganze so ein bisschen anfeuern. Und da muss man vor allem Andreessen Horowitz nennen. Die hat man vielleicht, wenn man so in der IT unterwegs ist, schon mal gehört. Das ist ein großer Investmentfonds, einer der größten auf der Welt. So alles, was man heute so als Web2-Dienste kennt, da hängt Andreessen Horowitz auch als Investor eigentlich mit drin. Aber die haben dieses Krypto-System für sich sehr, sehr aggressiv vor ein paar Jahren erkannt als eigentlich das beste Vehikel der Welt. Weil davor haben sie halt in Unternehmen investiert, ganz frühe Unternehmen. Und dann hatte man das Problem, man gibt ihnen Geld, jetzt müssen die Leute einstellen, jetzt müssen die ein Produkt bauen, jetzt müssen die UserInnen anziehen und müssen irgendwie Erfolg haben, bis man die an die Börse bringen kann und dann kann Andreessen Horowitz Geld machen. Das haben sie jetzt heute viel effizienter gemacht, weil sie sparen diese ganzen Zwischenschritte. Denn die suchen sich halt irgendein Unternehmen mit einer Story, dann lassen sie sich 1 Million Token für nichts geben, dann bringen sie halt, dann pushen sie diese Token an irgendwie die Öffentlichkeit für viel Geld und große Versprechen, ohne dass es irgendwas gibt. Andreessen Horowitz hat sein Geld gemacht, weil sie haben diese ganzen Token bei euch allen abgeladen und ihr habt jetzt wertlose Token in der Hand. Viel Spaß damit. Also von daher ist es schon auch sehr stark durch Firmen geprägt, die das einfach als extrem effizienten Weg erkannt haben, Investmentgeschäfte zu machen, ohne reguliert zu sein. Denn wenn man heute ein Unternehmen an die Börse bringt, muss man durch ziemlich viele und ziemlich teure Regulierungsschritte durchgehen. Da muss man so Risikobewertungen machen und man darf Leuten halt auch nicht einfach so Zeug verkaufen, sondern man muss zertifiziert haben, dass man die Risiken wirklich beleuchtet hat und da gibt es viel Aufsicht dazwischen. Und wenn ich das mit Tokens mache, muss ich nichts. Also ich kann jetzt einfach Tante-Tokens erfinden, sagen, die sind 1000 Euro wert und euch die verkaufen mit irgendwelchen Versprechungen und dann habt ihr halt wertlose Tokens. Und das ist schon was man da an der Stelle extrem sieht. Einerseits durch diese Investmentschiene, aber halt auch auf so individueller Ebene. Also die Menge der Unternehmen, die schnell versuchen, über diese Token-Emissions sehr, sehr viel Geld zu verdienen, kurzfristig, ist extrem. Ich musste vor ein paar Monaten aufhören, Katjes zu kaufen, weil Katjes auch anfing, NFTs zu verkaufen, aus irgendwelchen absurden Gründen. Was mich ärgerte, weil die hatten sonst so Vegan, Gummibären und so weiter, was voll cool war, aber man muss ja auch nicht jeden Scheiß mitmachen. Ja, das ist, finde ich, eine interessante Beobachtung jetzt mit Katjes, wie Blockchain-Technologien immer mehr dann doch in den Bereich unseres täglichen Lebens hier und da dann doch einsickern. Fiel mir auch eben auf, als du sagtest, Web 2. Für alle, die diese ganzen Begriffe jetzt noch nicht so häufig gehört haben, kann man vielleicht nochmal dazu sagen, dass auch dieses Web 3 im Prinzip so ein geclaimter Begriff ist, den man jetzt nicht unbedingt annehmen muss, aber der davon ausgeht oder der das Internet so strukturiert, dass sie sagen, man hat irgendwie so in den 90ern, späten 90ern irgendwie das Web 1 gehabt, in dem man hauptsächlich nur gelesen hat oder dann kam irgendwie in den frühen 2000ern das Web 2, in dem sich die Monopole rausgebildet haben, die Plattform, wo man dann auch reingeschrieben hat, man ist dann irgendwie so zum Sender geworden und dann kommt jetzt dieses Web 3, da wird man dann zum ja. Owner. Aktionär vielleicht. Wirklich, Web 1 war halt, du bist passiv. Web 2, das ist das, in dem wir leben. Da kannst du halt, bist halt AutorIn und bist irgendwie beteiligt. Und 3 ist immer das Narrativ, du bist jetzt Owner. Dir gehören jetzt Dinge.
Vorher gehörte dir nichts, jetzt gehören dir Dinge. Alles geht um Besitz. Das ist deren Web3-Narrativ. Und es ist nicht nur dieses Narrativ. Anke, ich finde, was auffällt, wenn man sich diese ganzen Narrative rund um dieses Web3 anschaut, dann sind da Konzepte und Ideen bei, die kenne ich eigentlich oder wir wahrscheinlich alle aus der digitalpolitischen Bewegung der 10, 20 letzten Jahre, aus der Netzpolitik. Ich denke dann an sowas wie Dezentralisierung, haben wir jetzt ein paar Mal schon gesagt. Krypto, da habe ich vor anderthalb Jahren oder so noch gedacht, oh, jetzt sprechen alle über verschlüsselte Kommunikation, interessant, war es dann nicht. Auch sowas wie Open Source, die Blockchain ist ja eigentlich eine Open Source Technologie. Diese ganzen Begriffe werden auf einmal aus, wie Tant das eben beschrieben hat, eher libertärer Richtung hochgehalten. Wie kann das sein? Wie erklärst du dir das? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich da vereinzelte Linke auch finden, weil die denken, das ist doch, da kann man jetzt ohne das böse kapitalistische Bankensystem jeder ein Stückchen vom Kuchen haben und kriegt gar nicht mit, dass das, was man stattdessen bekommt, die wirklich reinste Form des Kapitalismus ist, weil alles ist nur noch ein Geschäft. Und insofern ist es, glaube ich, eine ganz wichtige Aufklärung, die man da leisten muss, auch zum Teil in linken Kreisen und indem man, du hast es eigentlich sehr schön beschrieben, es vertritt eigentlich vollständig die Interessen einer völlig anderen Seite. Das heißt ja, impliziert ja auch, dass man zum Beispiel an der Steuer vorbei Geschäfte macht. Aber wofür sind denn Steuern da? Also im günstigsten Fall finanzieren die ja auch soziale Sicherungssysteme, die finanzieren Straßen, Schulen, Umweltschutz und so weiter und so fort. Wenn man es okay findet, dass man das einfach nicht mehr finanziert, wird es ja auch nicht mehr stattfinden. Dann denkt nämlich wirklich jeder nur an sich. Jeder möchte gerne bei diesem Schneeballsystem am Anfang dabei sein. Oder die meisten verstehen nicht mal, dass sie bei diesen Konzepten Teil eines Schneeballsystems ist. Und ich kenne es noch aus meiner Schulzeit, ja, als wir so klein waren. Da hat man noch Briefe geschrieben, das ist schon sehr lange her, das war so, weiß ich, Ende 70er Jahre vielleicht oder Anfang der 80er. Und da stand dann so eine kleine Adressliste drin, da konnte man dann seine Adresse als letzte drunter schreiben und an die erste hat man 5 DDR-Mark, waren es bei mir geschickt. Und da, ich habe da wirklich mitgemacht, mindestens 3-mal. Irgendwann habe ich festgestellt, bei mir kommt irgendwie nichts an, wahrscheinlich hat die Briefkette einfach schon viel zu früh angefangen, aber irgendjemandem habe ich da ja mein Geld geschickt. Also je früher man bei solchen Kettenbriefen heute als Blockchain-Variante dabei ist und irgendwelche sinnlosen Tokens herausgibt, umso mehr kann man sich bereichern und alle am Ende beißen ins Gras. Ja? Und das muss man wirklich erklären und man muss es verstehen und dann ist es das Anti-Linkeste, was es gibt. Weil es ist Betrug, es ist Ausbeutung. Diese Konzepte dienen vor allem der Steuerhinterziehung, der Erpressung im buchstäblichen Sinne. Die ganze Ransomware, die größte IT-Sicherheitsbedrohung in Deutschland ist, auch aus Sicht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, das basiert auf den Cryptocurrencies, weil man da natürlich nicht nachvollziehen kann und auch nicht mehr zugreifen kann, wer das Geld von wem erpresst hat. Also das ermöglicht man alles damit. Es gibt vereinzelt Situationen, wo man sagen kann, ja, da argumentieren ja auch der ein oder andere dafür, dass jemand total gut ist, in Not, keine Möglichkeit hat, wegen Repression oder so in seinem eigenen Land an bestimmte Fundings ranzukommen. Diese eine Person könnte es retten. Es gibt solche Use Cases. Aber ich glaube, wenn man das im Gesamten betrachtet, ist das so marginal und die gesamtgesellschaftlichen Nachteile für uns alle einfach so riesengroß, dass man das einfach nicht akzeptabel finden kann. Also ich finde, wenn man weg will von diesem Kapitalismus, wie wir ihn kennen, der auch unseren Planeten zerstört und auch Gesellschaft zerstört, langfristig, mittelfristig eigentlich auch schon, genau genommen auch kurzfristig, dann muss man, ja, System Change, nur Climate Change heißt es nicht ohne Grund, und man muss auch hart umverteilen, und zwar auf eine andere Art als mit diesen Blockchains. Aber ich hänge immer noch so ein bisschen an dieser Vereinnahmung der Begriffe fest. Ist das, findet vielleicht, wer von euch antworten möchte, das nicht wichtig, dass man manche Begriffe auch noch mal ein bisschen klarer, auch politisch belegt und dann irgendwie klar macht, was genau dahinter steckt? Oder ist das einfach nicht möglich, weil natürlich irgendwie Open Source, Dezentralisierung zu unbeschwitzig ist? Doch, das ist möglich. Mhm. Also es stimmt ja auch ganz oft gar nicht. Also man sagt dezentral, weil es 1000 Blockchains sind, die irgendwo rumliegen. Aber wenn wir uns im Bereich Cryptocurrency angucken, dann sind das zentrale Strukturen.
die also auch bei Proof of Stake zentralisierte Strukturen im Backend bedeuten. Also das ist gar nicht so wahnsinnig dezentral. Also ich glaube, Tante kann das auch noch ergänzen. Der hat da schon sehr kluge Sachen zu diesem Thema geschrieben. Willst du? Mach einfach. Ja, man muss in dieser, weil diese Szene wird ja auch immer als Technikthema gelabelt. Also wir haben jetzt Blockchains und das ist halt die Technologie, die löst irgendwas für uns. Und deshalb wird da an der Stelle, werden häufig technische und politische Begriffe auch auf eine etwas ungünstige Art miteinander vermixt. Also jetzt mal schon mal gesagt, das ist dezentral und es wird verwechselt mit, das hätte was mit Demokratisierung oder sowas zu tun. Aber es sind ganz unterschiedliche Dinge. Das eine ist technische Architekturbeschreibung, das andere ist ein politischer Wert, wie wir Dinge miteinander verhandeln. Von daher ist da halt auch diese Gleichsetzung extrem toxisch, aber natürlich auch dankbar, weil jemand sagt, oh, wir haben eine Technik, die ist automatisch demokratisch. Das ist natürlich, wenn das ginge, wäre das natürlich voll gut. Das stimmt halt nur nicht. Also das ist, aber da muss man sich schon sehr damit beschäftigen, um das eben da rauszuschälen. Und auf der anderen Seite haben wir halt so Begriffe, die, ich mag den Begriff Open Source gar nicht, weil ich immer schade finde, dass nicht mehr von freier Software gesprochen wird wie früher, aber auch da wurde halt so der politische Teil davon schon wieder abgeschnitten, so wir machen jetzt Open Source, so die Corporate-Variante davon. Aber selbst dieser Begriff ist halt irgendwie, der ist so mit Positivem belegt, Open Source ist immer gut, aber es stimmt ja nicht. Also es gibt halt auch Open Source Projekte, die einfach weg können. Die sind halt einfach Müll. Und die Tatsache, wenn ich jetzt irgendwelche komischen Ransomware-Systeme Open Source mache, sind sie auch nicht okay dadurch. Also Open Source ist ja auch kein politischer, nicht grundsätzlich immer ein politisches Gutes, sondern die Frage ist, wie werden Dinge eingesetzt? Wofür werden sie eingesetzt und wem nützen sie? Und das ist halt eine Frage, die man sich aber in dieser Welt gar nicht stellen möchte, weil diese Blockchain-Leute sagen, nee, das ist ja alles dezentral, wir müssen diese Fragen nach Macht oder Teilhabe oder sowas gar nicht mehr stellen, weil die Technik macht es ja für uns. Mhm. Und das ist halt der Irrglaube, weshalb da so bestimmte Begriffe werden so reingeworfen, Begriffe, die sich gut anfühlen, Dezentralisierung klingt gut, wenn man denkt, okay, dass hier Apple und Google und so weiter alles kontrollieren, ist halt Müll, das stimmt, aber sie haben halt keine echte Antwort. Sie haben aber Scheinantworten, die sich auf so den allerersten oberflächlichen Blick extrem gut anfühlen. Und deshalb funktioniert das, glaube ich, diese Übernahme. Das ist aber auch häufig gar nicht unbedingt ein bewusst mit böser Absicht gesteuertes Ding. Das ist häufig auch wirklich einfach unreflektiert. Also es sind auch Leute, die kommen da rein und die finden diese Technik irgendwie ganz cute, spielen damit rum, hören ganz viel Dezentralisierung. Und auf so einer abstrakten, rein theoretischen Ebene ist das vielleicht dann manchmal sogar dezentral. Aber wie Anke sagte, wir sehen, dass auf allen diesen Blockchains die Entscheidungen weitgehend zentralisiert stattfinden. Und das hat gar keine technischen Gründe, es ist auch eine ökonomische Frage. Also wenn man Proof of Work macht, dann braucht man viel Infrastruktur dafür, das ist teuer, das kann man sich nur leisten, wenn man das Geld dafür hat. Also entscheiden am Ende 5 Leute, die richtig viel Kohle haben, zusammen, was halt jetzt die Wahrheit auf dieser Datenbank ist. Das ist, aber solange man sich auf dieser rein abstrakten Ebene unterhält, wo irgendwie nur so theoretische Ideen verhandelt werden, da kann man immer so tun, als sei das alles so. In der Theorie ist es halt alles irgendwie nett und flauschig, nur halt in der Realität stimmt nichts davon. Das würde ich auch gerne nochmal mit der nächsten Idee zumindest, die auch einige EntwicklerInnen von Blockchain-Technologien haben, abgleichen, und zwar mit dem Thema Klimarettung. Es gibt einige Unternehmen, die sagen jetzt zum Beispiel, wir bekommen den CO2-Zertifikatehandel auf die Blockchain. Und da haben einige Unternehmen Millionen Euro und Dollar, je nachdem, wo sie sich befinden, für bekommen an Venture Capital. Pauli, da würdest du sagen, naja, ist doch alles, was den CO2-Ausstoß verringert, ist doch schon mal gut. Oder ich überspitze das jetzt mal ein bisschen. Hier machen Menschen Geld am Klimawandel, weil sie sich diesen Slogan quasi gut greifen können. 3 Sachen, glaube ich, dazu. Stage is yours. Also das Erste, man kann ja, also ich finde, das ist ja falsch zu sagen, man macht damit was Gutes fürs Klima. Also alleine, wenn man sich anguckt, was die Technologie selber ist, wir haben da ja eben schon kurz drüber geredet. Ich habe also jetzt auch vor dem Podium natürlich nochmal viel auch dazu gelesen und da findet man wirklich die absurdesten Geschichten von Kohlekraftwerken, die zum Beispiel, also ich habe da von einer ganz konkreten Geschichte nochmal gelesen in den USA, wo ein Kohlekraftwerk einfach gar nicht mehr rentabel war, also das hat sich nicht mehr gelohnt, es zu betreiben, weil sich Energiemärkte ja auch verändern. Und das sollte geschlossen werden Ende 2020. Und dann ist ein Unternehmen angekommen, das Bitcoins meint und dachte sich, mega. Also wir brauchen wahnsinnig viel Energie, hier ist ein Kohlekraftwerk, was technisch noch funktioniert und niemand möchte es mehr. Die haben das aufgekauft und in den Jahren aber auch die Auslastung dieses Kraftwerks
ins Unendliche eigentlich gesteigert. Und da sie, also ich glaube, das muss man wirklich einfach nochmal festhalten. Das ist in sich erstmal eine Technologie, die dem Klima schadet. Dann das Zweite, die Frage, die du gestellt hast, von wegen, wollen Leute einfach nur Geld damit verdienen? Ja. Also, und ich, also ich finde das, also ich glaube, Tante hatte das eben schon mehrmals aufgegriffen, wie dieses System funktioniert. Also, dass es ja real ein Schneeballsystem ist auf einer Ebene. Und wenn wir, und man sehr, sehr viel Geld damit verdienen kann, wenn man sehr, sehr früh einsteigt in dieses ganze Unternehmen. Und dann muss man aber ja Leute finden, die dir das abkaufen und die Nächsten sind, die reingehen, damit so ein Schneeballsystem halt am Laufen gehalten wird. Und da finden Leute dann ganz viele Probleme, die man plötzlich damit lösen kann. Ganz tolle Unternehmenskonzepte. Vielleicht gibt es auch wirklich ein, zwei, wo das real gut funktioniert. Aber ich glaube, so ganz, ganz kritischer Einwurf von der Seite. Aber also das würde ich mir nicht anmaßen, das glaube ich jetzt in der Endgültigkeit festzustellen. Aber ich glaube, man muss feststellen, dass es grundsätzlich wir eben genau dieses System haben, von man sucht einfach ein bisschen Probleme und dann eben die Lösungen, die sich gut verkaufen lassen, weil sich das eben für diese Unternehmen rentiert. Und deswegen. Und dann wäre CO2-Zertifikatehandel wäre sowas, wäre so ein Problem. Naja, das ist ein Problem, was gerade sehr, sehr viele Menschen, Regierungen auf dieser Welt beschäftigt. Und wenn ein Unternehmen ankommt und sagt, wir haben die perfekte Lösung für euch, wie wir das Problem Klimawandel in den Griff bekommen und ihr müsst eigentlich einfach nur diese konkrete Technologie, dieses konkrete Angebot, was unser Unternehmen anbietet. Ist das mein Mikrofon? Vielleicht okay. Sollen wir es kurz tauschen? Ich glaube, jetzt funktioniert es auch wieder. Es hat sich eingependelt. Hat sich eingependelt. Und das ist natürlich in so einer Zeit ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Und dann, das ist dann, glaube ich, die dritte Sache von, sind das, also klar, wir brauchen eine Technologie und wir brauchen reale Lösungen, wie man zum Beispiel einen Zertifikatehandel organisiert. Und da ist dann, ist das eine Abwägungsfrage. Also kann die Blockchain wirklich etwas oder hat sie so viele Vorteile, die andere Technologien nicht auch haben, würde ich erstmal bezweifeln. Also einfach auch, weil wir ja auch real sehr große Probleme mit der Blockchain haben. Also auf einer Ebene von, man kann natürlich einmal sagen, total gut, dass da Sachen dezentral gespeichert sind, dass es eine Sicherheit gibt über die Sachen, die da drinstehen. Aber natürlich auch die Sache von, was ist, wenn Fehler passieren? Was ist, wenn etwas in dem Prozess nicht gut läuft? Also da kommen ja ganz, ganz viel direkt mit hinten drauf. Und dazu dann die ganzen ökologischen Probleme, die wir damit haben, wo es dann, glaube ich, eine Risikoabwägung ist oder ja eine Abwägungsentscheidung von, möchte man das wirklich machen? Wo ich glaube, dass es an den meisten Punkten sich nicht lohnt. Und vielleicht so als allerletzten Punkt noch, ich glaube, man muss sich auch immer so ein bisschen anschauen von, was sind das überhaupt für Lösungen, die einem da angeboten werden? Und da kommt man tatsächlich auch sehr oft zu dem Punkt oder zu der Feststellung, dass das in sich einfach gar nicht die Lösungen sind, die wir brauchen, um das Klima zu retten am Ende. Und ich finde, das ist, also Zertifikatehandel finde ich eigentlich ein schönes Thema, weil das ist ja, die Grundidee davon ist ja auch zu sagen, wir lösen eigentlich das Klimaproblem über den freien Markt. Also indem wir unser Recht, Emissionen auszustoßen, dass wir darüber handeln. Andere Ideen, die es gibt in der Community, wo man auch sagt, das sind plötzlich die großen Lösungen für unsere Umwelt, ist zum Beispiel sowas wie Transparenz über Lieferketten herzustellen. Und man sagt dann, naja, wenn die Lieferketten komplett transparent sind und in der Blockchain gespeichert und dezentral und wir können das alle einsehen, dann ändern plötzlich alle Konsumenten ihr Verhalten, um dann nachhaltig und ökologisch und fair zu konsumieren. Und die Grundidee dahinter, Tante hatte das, also eben, du hattest auch über dieses Weltbild dahinter gesprochen oder diese Ideologie, das ist krass libertär meistens. Manchmal sind das vielleicht auch Leute, die einfach nicht libertär, aber mindestens mal liberal sind. Und die da so einem Irrglauben, vielleicht auch wirklich einfach so einem ganz, ganz großen Wunsch unterliegen. Wir brauchen diese eine Technologie und darüber fixen wir das. Und am Ende
ist es was total Individuelles und wir sehen ja im Klimabereich, wir haben uns das so oft angeguckt, wir werden das Problem nicht darüber lösen, dass wir alle aufhören, Fleisch zu essen und alle aufhören zu fliegen und alle ganz privat unser Leben verändern. Die Probleme sind zu groß, es ist wirklich zu systematisch, als dass wir uns von einer systematischen Ebene wegbewegen dürfen. Und da müssen wir, glaube ich, auch an der Stelle einfach Einhalt gebieten und sagen, wir brauchen am Ende eigentlich das Gegenteil von dem, wo diese Community oder diese VerfechterInnen ideologisch hinwollen. Und zwar nicht zu einer Gesellschaft oder zu einem politischen System oder einem wirtschaftlichen System, was komplett individuell ist, wo es eben genau gar kein Vertrauen mehr gibt, wo es eigentlich nicht mehr darauf beruht, dass wir gemeinsam Entscheidungen treffen und diese dann kollektiv umsetzen, sondern das genaue Gegenteil. Und deswegen, glaube ich, kann man deine Frage, ich weiß nicht mehr, wie du sie formuliert hattest, aber eigentlich auf allen drei Ebenen, auf die ich gerade hinaus wollte, mit Nein beantworten. Also das ist nicht der große Wurf. Mhm. Ja. Genau, nur als kleine, alles, was du gesagt hast, 100%. Manchmal finde ich es schön, wenn man Dinge so personalisieren kann. Und eins der letzten großen Investments von Andreessen Horowitz, diese Firma, von der ich gerade sprach, war in ein Startup, was auch CO2-Zertifikate auf der Blockchain machen sollte. Wem gehörte das eigentlich? Adam Newman, dem Typen, der WeWork gegründet hat und damit schon diesen ganzen Immobilien-Scam hochgezogen hat. Das heißt, es sind auch immer dieselben Figuren, die halt jetzt mit dem nächsten Narrativ, oh ja, der Markt wird's richten, wir machen jetzt CO2-Zertifikate, der eine Scam trifft den nächsten Scam Blockchain und jetzt habe ich halt den Double Whammy und Adam Newman kriegt dafür halt dann wieder ein paar hundert Millionen irgendwie zugeworfen, um damit irgendwie was zu machen. Natürlich immer mit dem Pitch, okay, wir haben jetzt diese Technologie, wir können jetzt CO2-Zertifikate hier auf Blockchains, wie auch immer, handeln, hier bitte EU, Deutschland, USA, macht das jetzt bitte zu dem Standardverfahren, mit dem das gemacht werden muss, damit wir daran profitieren können. Und an der Stelle muss einem halt klar sein, da geht es in diesem Space, selbst wenn da mal so ein positives Narrativ, wenn man CO2-Handel als positives Narrativ sehen möchte und wie du es ja auch beschrieben hast, das ist grundsätzlich, glaube ich, einfach der falsche Weg. Also der Markt hat uns ja an vielen Stellen solche Probleme gebracht. Aber wenn man das als Lösungsmittel überhaupt sehen möchte, da muss einem klar sein, dass diese Blockchain-Szenen, die sind halt, weil sie einfach keinen guten Case haben, die sind so dankbar, irgendwas zu sehen, auf das sie sich stürzen können, die werden dir alles erzählen. Ah ja, Zertifikat, wir machen das mit der Blockchain, dann ist alles sicher und cool und toll und alle werden reich damit und das Klima ist gerettet. Das machen die, wenn das Klimathema ausgelutscht ist und es ihnen keiner mehr glaubt, dann machen die das nächste Woche mit was anderem. Dann sind es halt Lieferketten oder es sind arme Leute in Afrika, die kein Geld, was auch immer. Also das Narrativ ist bei denen völlig egal, weil es geht um den Scam, es geht nicht um Inhalte. Du hebst an, ich würde dir gerne noch eine Frage mit dabei auf den Weg geben. Und zwar, was hier die ganze Zeit von dir formuliert, auch eben von Pauline und auch von Tante durchkommt, ist, wir scheinen immer noch geneigt zu sein, eine einfache Lösung für Dinge zu finden, zum Beispiel über Technologien, so ein technolutionistischer Ansatz. Und wir haben ja jetzt hier zwei große Probleme, die wir diskutieren, die Veränderung durch die Klimakrise und die Digitalisierung, die Transition. Das ist ein Thema, was dich besonders beschäftigt. Und ja, wir sprechen gerade viel über eine bestimmte Technologie, so als Teil des Problems. Aber wie können denn Technologien jetzt ohne in Tech-Solutionismus zu verfallen auch irgendwie trotzdem Teil der Lösung sein? Geht es? Bevor ich zu dieser zweiten Hälfte komme, noch eine, wie angekündigt, eine Ergänzung zu der Debatte davor. Tatsächlich haben wir ja immer so Hype-Cycles, wo bestimmte Dinge in aller Munde sind und sich dann besonders gut vermarkten lassen. Und dann kommt es immer wieder zu dem gleichen Phänomen, nämlich ein Hammer sucht einen Nagel. Und genauso, das ist das, was du gerade beschrieben hast. Und das wird natürlich verstärkt dadurch, dass Blockchain-Technologie gerade von grüner Seite oder von Klimaseite unter Druck und Kritik geraten ist. Das heißt, da kommen dann wahrscheinlich auch PR-Berater, die sagen, such doch mal einen Nagel, der an diese an Nachhaltigkeit interessierte Klientel besonders gut vermarktbar ist, dann hören die auf, gegen uns zu meckern. Also das ist ein ganz aktives Greenwashing, das da betrieben wird. Mach doch was mit Zertifikatehandel, dann gibt es nicht mehr Kritik von dieser Community. Und das ist, glaube ich, nicht nur irgendein Nagel, sondern in dem Fall wollten sie diesen einen Nagel
der die Kritik eliminiert. Das muss man verstehen und im Hinterkopf haben, das ist Absicht und nicht nur Geld machen. Zu deiner Frage, ich glaube schon, dass Digitalisierung nicht nur Teil des Problems ist bei der Klimakrise, sondern eben auch Teil der Lösung. Und Politik muss da auf beiden Seiten ansetzen. Also bei Teil des Problems muss man natürlich dafür sorgen, wie kann man die Emissionen senken, wie kann man den Verbrauch senken, den Ressourcenverbrauch, wie kann man Nutzungszeiten verlängern, ja, Recht auf Reparatur und so weiter. Da gibt es ganz viel, das auch hier alles schon diskutiert worden ist. Aber als Teil der Lösung vielleicht nur ein paar Beispiele. Eine Energie- oder eine Verkehrswende sind ja überhaupt nicht denkbar ohne Digitalisierung. Das geht gar nicht. Also wenn wir zum Beispiel wegkommen, und das habe ich bei dir indirekt rausgehört, dass wir eben nicht mehr alle so viel haben müssen. Ja, wir müssen wegkommen von dem Konzept des Eigentums. Jeder hat ein Auto als Vorstellung von meinem eigenen Leben, wenn es gut läuft. Ist Bullshit. Wir müssen also wegkommen vom Konzept des Eigentums hin zum Konzept der Mobilität. Das funktioniert manchmal schon ganz gut. Zum Beispiel wurde mein Sohn, der ist jetzt 22, als er 18 war, wurde von irgendeinem älteren Boomer, würde man sagen, gefragt, was willst du denn mal für ein Auto haben später? So als Eigentum. Und mein Sohn guckte irritiert und hat gesagt, warum soll ich denn so bekloppt sein, mich für ein Auto zu entscheiden? Und hat dann also gesagt, ich habe doch völlig unterschiedliche Bedürfnisse. Mal muss es besonders schnell sein, mal muss es besonders klein sein und mal muss besonders viel reinpassen, weil Urlaub und vielleicht, ja, er hat gesagt, seine Bedürfnisse sind doch ständig anders. Und wenn er sich dann auf eins festlegt, das bei ihm zu Hause in der Garage steht und Geld manifestiert hat und immer nur rumsteht, dann ist es ja immer nur ein Kompromiss und passt eigentlich nie, so doof sei er nicht. Das fand ich bemerkenswert klug, ja, und ich glaube, die ganze Gesellschaft sollte sich dahin entwickeln, dass man mehr überlegt, wie kann ich denn ein Bedürfnis nach Mobilität befriedigen? So, wie es die Menschen brauchen, da, wo sie es brauchen, wann sie es brauchen. Und ich komme ja vom Dorf quasi. Meine Stadt wäre beleidigt, weil sie ist offiziell eine Stadt. Das schöne kleine Fürstenberg im äußersten Norden von Brandenburg, 5 Kilometer vor MacPom. Da möchte ich nicht einen Rufbus haben, 3-mal am Tag, wie das aktuell der Fall ist, wo ich 90 Minuten vorher Bescheid sagen muss, damit er dann auch kommt. Ich möchte zum Beispiel mit einer App einen Minibus oder was auch immer rufen können, der natürlich mit sauberer Energie fährt, der genau dahin kommt, wo ich ihn brauche, mich genau dahin fährt, wo ich hin will, zu der Zeit, wo ich es benötige, der gerne unterwegs optimieren kann, noch Leute ein- und ausladen kann. Und ich will auch nicht sowas wie in meiner Straße 5-mal am Tag, 100-mal am Tag, 5 verschiedene Lieferdienste fahren sehen. Mal DHL, mal ein Amazon, die fahren dann auch noch zu den gleichen Adressen, manchmal sogar unsere. Das finde ich komplett bekloppt. Also da würde ich mir wünschen, dass man zum Beispiel Mobilitätsdaten auch zwangsvergesellschaftet. Bin ja Linke, ja, das kann man auch mit solchen Daten. Warum sollen die denn leer hin und her fahren und immer die gleiche Strecke von A nach B? Warum kann man nicht Logistikkapazität irgendwo als Open Data haben und die dann quasi buchen und dann fahren, wenn schon Autos fahren, sie wenigstens voll und nicht 5, sondern nur 1. Also da kann man eine ganze Menge machen, immer wenn es darum geht, Dinge zu teilen, Kapazitäten zu teilen, Anfrage, Nachfrage und Angebot miteinander zu matchen. Aber es gibt auch ganz andere Sachen, die dazu beitragen, zum Beispiel Wissen zugänglicher zu machen. Wie repariere ich etwas? Wer hat irgendwas, ja, was ich brauchen kann? Wir haben in Fürstenberg ja nicht nur einen Makerspace, in dem man zum Beispiel auch Dinge reparieren kann, löten kann, Ersatzteile drucken kann und sowas. Wir haben jetzt auch erweitert um einen Umsonstladen, weil das einfach zu dem Konzept passt. Klingt auf den ersten Moment gar nicht wie ein Makerspace und auch nicht besonders digital. Aber gerade das Thema, dass man ressourcensparsamer umgeht, hat eben auch diese digitale Komponente. Und ich finde, wenn man die Gesamtdenke verändert, dann reicht das eben vom analogen Umsonstladen bis hin zu den Plattformen, wo Leute, gibt es inzwischen mehrere Apps davon, wo man auch Klamotten zum Beispiel zum Ausleihen anbietet, gerade sowas wie Abendkleider. Ja, das ist wie ein Auto, das hängt 99% der Zeit nur rum. Hm. Und das muss ja nicht sein. Ja, warum muss denn jeder diese Abendkleider haben, wenn es reicht, wenn es einmal existiert und dann kann man das auch 20-mal verleihen. Also über solche Konzepte, glaube ich, kann man ganz viel machen und auch natürlich Energie. So meine Idealvorstellung, bin gleich fertig. Meine Idealvorstellung ist, dass jedes Haus irgendwo so sein eigenes Solar hat und jedes Haus hat so eine Outdoor-Steckdose mit so einem kleinen Ampelsystem und wenn die grün leuchtet, darf da jeder seinen Stecker reinstecken und irgendwas aufladen. Fände ich total super.
Aber wenn das nicht jeder komplett umsonst machen will, da finde ich mal zum Beispiel, da kann man ja sich ein Geschäftsmodell überlegen, dass man dann in dem Moment, wo man das reinsteckt, tickt da irgendwie eine Uhr, vielleicht steht da an einem kleinen Display auch dran, was es in dem Moment gerade kostet. Wenn ich viel über habe, ja, kann ja total billig sein. Und dann kann man auf diese Weise auch Energie von A nach B transportieren. Und A hat vielleicht gerade Sonne und B nicht. Dann kann man auf diese Weise auch einfach Energie besser verteilen. Und das intelligent hinzukriegen, ist ohne Digitalisierung gar nicht möglich. Aber ich glaube, da müssen wir wirklich wegkommen, auch von diesem großen Gedanken, riesige Nordsee-Windparks oder überhaupt erneuerbare Energieanlagen monströs im Norden zu haben, Monsterkabel in den Süden, also das finde ich eigentlich auch Bullshit. Wir müssten überall dezentral Energie erzeugen und dann für flexible Systeme sorgen, die auch verteilt. Und das geht mit Digitalisierung, das geht, glaube ich, auch in einer Art, die nicht so extrem kapitalistisch ist, sondern mehr den Gedanken der Share-Economy oder auch, ich mag persönlich den Gedanken Kommunismus, ja, mit C und 2O, nicht verwechseln, den finde ich sehr charmant. Mhm. Miteinander teilen als Grundkonzept. Da hast du ein paar Digitalisierungsmöglichkeiten, die weniger CO2 ausstoßen oder die uns den Planeten wieder grüner machen, gerade schon genannt. Da sind ein paar Gesellschaftsaspekte angeklungen und eine Frage habe ich noch an Pauline. Das ist jetzt, da kommen wir jetzt schon in die Schlussrunde rein und ich kündige das jetzt an, weil ich danach das Podium gerne öffnen möchte. Wenn jemand von euch Fragen hat, dann überlegt doch schon mal, in welche Richtung das gehen könnte. Ich frage euch dann gleich nach Pauline und zwar, du würdest wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das richtig benannt ist, so, aber vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, als Anke jetzt gesagt hat. Du würdest wahrscheinlich sagen, man muss komplett weg vom Wachstumsdenken, oder? Also hin zu einer Art Postwachstumsgesellschaft, wenn man das wirklich ernst meint, gegen den Klimawandel anzukämpfen. Kannst du das vielleicht nochmal kurz zum Schreiben, warum du das wichtig findest und warum du findest, wir müssen eigentlich hin zu einer Postwachstumsgesellschaft, Degrowth? Also vielleicht zuerst gesagt, wir erleben gerade natürlich, dass sich sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viele Gedanken darüber macht, wie kommt man aus der Klimakatastrophe wieder raus. Und dadurch, dass wir auch in einer Gesellschaft, in einer Welt leben, wo Leute sehr unterschiedliche grundsätzliche politische Konzepte haben von wie löst man die Probleme, wie leben wir am Ende alle gut zusammen, sind das auch sehr, sehr unterschiedliche Ideen. Und ich finde es manchmal relevant, so ein bisschen so den technischen Teil von, wie reduzieren wir unsere Emissionen auf null und den zweiten Teil von, wie soll denn am Ende auch eine klimaneutrale Gesellschaft aussehen, so ein bisschen voneinander zu trennen. Und die erste Ebene von, wie reduzieren wir unsere Emissionen auf null, ist aber ja trotzdem schon in sich eine Ressourcenfrage, also eine Frage von, oder vielleicht vor allen Dingen, wenn wir, glaube ich, auch weitere Umweltaspekte noch damit hineinziehen, ist das hier die Frage von, naja, können wir einfach immer mehr produzieren? Und können wir, also wenn wir uns anschauen, was ist denn Wachstum? Das ist ja die Wirtschaftsleistung von einem Land. Kann die realistisch immer weiter steigen? Und wenn wir sagen, sie steigt, was sind denn die Inputs, die wir da reingeben, um dann diesen höheren Output zu haben? Und das sind natürlich einmal natürliche Ressourcen und das ist die Arbeitsleistung von Menschen. Plus das Dritte wäre sozusagen eine Verbesserung in Seiten der Technologie, die wir haben. Und da sehen wir, das wird, ne, also da haben wir heute viel drüber geredet, Technologie, das wird nicht die Lösung sein. Punkt. Leider. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, irgendwer würde ankommen und sagen, wir ziehen alles CO2 plötzlich wieder aus der Atmosphäre raus. Das ist ja auch eine Erzählung, die irgendwie gerne erzählt wird. Das klappt nicht. Und die beiden anderen Sachen sind dann eben, ne, also wie viele Ressourcen kommen von Menschen und wie viele Ressourcen kommen von der Welt, von unserer Natur. Und da ist sehr offensichtlich, das sind begrenzte Ressourcen. Und dann können wir uns entscheiden, wollen wir diese Ressourcen immer weiter ausbeuten mit allen schlechten Nebenwirkungen, vielleicht noch nicht mal Nebenwirkungen, also das ist ja fundamentaler Bestandteil von genau so einer Wirtschaftsweise, oder wollen wir das nicht? Und auf einer Ebene, und vielleicht sehen das auch manche Leute anders,
ich wäre offen dafür, wenn jetzt jemand ankommen würde und sagen würde, ich kann dir das doch erklären, wie das funktionieren soll, dann würde ich sagen, dann denke ich auch nochmal darüber nach, ob das vielleicht doch geht. Also wenn jetzt jemand ankommen würde und mir erklärt, so können wir immer weiter wachsen und diese Effekte sind nicht mehr dabei, von mir aus. So. Habe ich noch nie von gehört. Und sehen wir auch real gerade nicht, dass irgendwo auf der Welt gerade real Emissionen reduziert werden und diese Wirtschaft weiter funktioniert. Und die zweite Ebene ist dann natürlich auch eine Frage von wie wollen wir zusammen leben? Und ich finde da, ne, Postwachstum, ich finde, das ist manchmal so ein bisschen so ein mystischer Begriff, irgendwie nur so vom Wortklang. Aber wenn wir uns anschauen, wie die Wirtschaft gerade aussieht in diesem kapitalistischen System, in dem wir gerade leben, hat das natürlich, sehen wir, dass das für die Menschen nicht gut ist. Also auch immer auf der Ebene, dass eben es dramatische Umweltzerstörung gibt, die am Ende auch uns trifft, aber auch, dass wir gerade sehen, dass es eine gigantische Schere zwischen Arm und Reich gibt, dass es eben genauso ist, dass sich auch nicht nur Geld, sondern oder vielleicht auch gleichzeitig mit Geld natürlich auch die Macht auf der Welt immer weiter ungleich verteilt. Und da ist der Punkt, wo wir dagegen steuern müssen. Und um vielleicht nochmal so den Bogen zurück zu Technologie, zu Blockchain zu spannen. Die Blockchain ist ja in sich ein Konzept, eine Idee, die darauf ausgelegt ist, immer weiter zu wachsen. Also ein Schneeballsystem, das kann nur funktionieren, wenn es immer weiter wächst. Und besonders, wenn wir weiter dabei eine Technologie im Hintergrund stehen haben, die auch nur immer weiter wächst, indem sie immer mehr Ressourcen verbraucht, kommen wir da auch, glaube ich, ganz schnell an einen Punkt, wo wir sehen, das geht halt nicht auf und da müssen wir andere Lösungen finden, die es schaffen und eigentlich ist das ja auch total gut möglich, die es schaffen, dieses immer weitere Wachstum an Dingen, die wir ja auch nicht brauchen. Blockchain ist da das beste Beispiel, aber ich glaube, wir sehen das in den meisten Bereichen unseres Lebens, dass wir dieses Wachstum davon entkoppeln, wie wir eine Wirtschaft aufbauen, in der wir alle gut leben und vielleicht mal eine Priorität darauf setzen, dass irgendwie Grundbedürfnisse von Menschen auf der ganzen Welt erfüllt werden, bevor wir uns mit was beschäftigen, was am Ende ein paar Leute sehr, sehr reich macht und dem Rest der Welt nichts bringt. Ja, bitte. Auch wenn das jetzt schon nach einem sehr schönen Schlusswort klang, Pauline, würde ich doch gern wissen, ob es Fragen gibt aus dem Publikum. Hier sehe ich zwei. Okay, dann hier haben wir ein Mikrofon. Ich habe genau in der hintersten Reihe vom ersten Block zwei gesehen. Ja, Lars, mein Name, Dankeschön. Ich habe eine Frage an Anke Domscheit-Berg. Wir haben ja gelernt, dass Politiker vorne dran sein wollen, PolitikerInnen, aber gleichzeitig digital inkompetent sind. Aber eigentlich wollen wir auch keine Expertokratie haben. Dann kommt noch dazu, dass ja das öffentliche Vergabewesen eigentlich immer Innovation als Vergabemerkmal führt. Also wie kriegen wir da irgendwie eingebaut oder organisiert einen Bullshit-Detektor, sage ich mal? Oder im konkreten Fall, wie können wir dafür sorgen, dass sich die Kritik an Blockchain modern anfühlt? Und meine zweite Frage, wenn ich darf, Stichwort Web3 an Tante. Ja, die Konsensalgorithmen zeigen doch, dass es auch wiederum zu Monopolstrukturen führt. Also wie können denn die Apologeten von Web3, wie kriegen die das argumentativ überhaupt gebacken, zu sagen, das ist dezentral? Dankeschön. Kriegt man das über einen Livestream gut mit, die Frage, oder soll ich die nochmal? Nee, das hört man. Hört man, okay. Ja, wir versuchen kurz zu antworten, damit wir noch eine zweite Frage schaffen. Ich glaube schon, dass es was gibt zwischen total ahnungslos und Expertokratie, denn es gibt ja auch kompetente PolitikerInnen. Ich kenne da auch ein paar und ich halte mich ja auch nicht selbst für komplett blöd, wenn ich das mal bescheiden sagen darf. Also es gibt schon die Möglichkeit, sich aufzuklären, wenn man das möchte. Und da braucht es vielleicht manchmal noch einfachere, gute Angebote, weil entgegen einem verbreiteten Glauben sind Abgeordnete ziemlich überarbeitet und haben sehr, sehr wenig Zeit. Also was da sehr hilfreich ist, ist was auf einer Seite das Problem in einfachen Worten erklärt. Da kann man gerne mithelfen und das wird dann vielleicht auch gelesen, wenn es irgendwo ankommt. Dann zum Vergabeprinzipien.
Da steht, glaube ich, nicht immer innovativ drin. Auf jeden Fall gilt seit 1. Januar 2022 im Bund die allgemeine Verwaltungsvereinbarung Klima, die theoretisch vorschreibt zumindest, dass man Vergaben auch an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten muss. Rein theoretisch gibt es so eine Vorgabe sogar schon seit etlichen Jahren. Ja, die Praxis sieht anders aus. Da fehlt mir das Monitoring und das Nachhalten. Das findet nicht statt. Und ohne Monitoring und Nachhalten wird es wohl auch so bleiben. Das wäre also ein Wunsch an mich, an den Bund und eigentlich an alle, die öffentliche Vergabe machen, dass man auf solche Sachen achtet. Aber dass man zum Beispiel auch wirklich die Lösung eines Problems ausschreibt und nicht quasi vorschreibt, wir haben hier ein Problem, zeig mir, wie du es mit Hammer löst. Und das gibt es tatsächlich. Also Tante hatte gerade so ein Beispiel ausgegraben vor kurzem, das ist eine laufende Ausschreibung, wo halt drin stand, mit Blockchain. Warum zum Kuckuck? Also Ausschreibungen müssen immer haben, hier ist das Problem, biete mir ein Angebot für eine gute Lösung. Genau, wie du sagtest, also die Fakten zeigen halt sehr stark, dass diese ganzen Systeme zentralisieren, aus denselben Gründen, aus denen sich das Web, das wir jetzt haben, zentralisieren. Also das ist einfach Economies of Scale, bla bla bla, diese ganzen Geschichten. Wie diese Szene damit umgeht, das ist so Zweigestalt. Das eine ist, man redet immer im Abstrakten. Ja, aber theoretisch ist das ja alles. Und dann verschiebt man alles in die Zukunft. Ja, jetzt gerade ist das so, aber es ist ja auch noch eine Technologie in den Kinderschuhen. Technologie, die fast so alt wie das iPhone ist. Technologie in den Kinderschuhen und bald ist das aber ja anders. Und dann wird sich das und der Markt, und dann werden auch andere Teilnehmer kommen und dann wird das alles gut. Also es ist immer, im nächsten Jahr ist wirklich dann alles cool. Wir müssen jetzt viel Geld investieren und das fördern und das ist dann super. Und in einem, zwei, fünf, zehn Jahren ist alles geil. Wo gab's noch eine Frage? Es gab noch eine zweite Frage oder hat sie, ja, gibt's noch? Gibt es noch eine weitere? Eine werden wir danach noch schaffen. Okay. Danke. Ich habe eine kurze Anmerkung und zwei oder drei Fragen. Ich versuche auch, das kurz zu fassen. Was mir ein bisschen zu kurz kam, ist, also es fühlte sich teilweise so ein bisschen wie so ein Rant an, weil sie natürlich alle genau die gleiche Meinung vertreten. Und also halt voll dagegen sind und ich sympathisiere mit dieser Haltung, ja, aber ich hatte mir irgendwie so ein bisschen gehofft, ein bisschen mehr auch über die Gegenargumente zu erfahren, was vielleicht, wozu es sinnvoll wäre, generell bei so einem Panel vielleicht auch jemand als Befürworter einzuladen, das ist der Kommentar. Und damit zusammenhängt nochmal die Frage, weil das für mich einfach nicht klar geworden ist, weil ich mich mit der Technologie nicht wirklich im Detail auskenne oder überhaupt nicht auskenne, es kam oft so rüber, als ob Blockchain und NFT das Gleiche sei. Und das ist wohl aber nicht so. Und vielleicht könnten Sie noch mal kurz sagen, einer von Ihnen, wo der Unterschied ist. Und dann fand ich auch diese Analogie zum Schneeballsystem sehr interessant. Weil bei dem NFT macht es für mich sehr viel Sinn. Bei Bitcoin erschließt sich mir der Sinn auch, weil das in einem gewissen Sinne, wenn halt die Nachfrage hochgeht und dadurch wird noch mehr Nachfrage angekurbelt, steigt halt der Preis, bis es irgendwann abkappt und dann rauscht es halt in den Keller und den letzten fressen die Hunde so. Aber Blockchain ist ja nicht Bitcoin und Blockchain ist nicht NFT. Also die Technologie, die dahinter steckt, ist da die Analogie dann wirklich komplett treffend noch zu sagen, das ist auch ein Schneeballsystem. Also man kann das wirklich genau gleichsetzen. Danke. Ich kann vielleicht kurz zumindest den technischen Teil übernehmen. Also Blockchains sind Datenbanken, wie andere Daten, nur mit ein paar Eigenschaften, die eben andere Datenbanken nicht haben. NFTs sind Strukturen, die man in dieser Datenbank anlegen kann. Also alle Blockchains, die wir gerade kennen, die aktuell relevant sind, speichern in diesen Blöcken halt immer so Transaktionen. Also A schiebt ein Token nach B und so weiter. Diese Tokens können halt Kryptowährung sein, Bitcoin, Ether, was auch immer, oder Token. Und es gibt unterschiedliche Arten von Token, eben diese NFTs, nicht splitbaren und nicht kopierbaren und die Fungibles, die man halt, die wie Geldscheine funktionieren. Theoretisch könnte man mit Blockchains auch man könnte alles da reinschreiben, es sind Datenbanken, also man könnte wirklich alles damit tun, tut man aber aus diversen Gründen, weil sie einfach ungeeignet sind dafür. Sie haben einfach keinen Use Case in einem anderen Fall, in dem es nicht um Transaktionen geht. Von daher haben wir auf allen Blockchains, die wir heute sehen, so ein transaktionales Modell von
Objekten, die hin und her geschoben werden. Diese Objekte können NFTs sein, die können Cryptocurrencies sein, können andere Tokens sein. Ich glaube, das hat es vielleicht ein bisschen sortiert technisch. Also Blockchain selber ist wirklich nur die Basis-Datenbanktechnologie, aber auch die Affordances, also das, was diese Technologie dir anbietet, wie sie einfach nutzbar ist, landet immer bei Transaktionen und Tokens, die man hin und her schiebt. Schneeballsystem möchte jemand, sonst muss ich. Schneeballsystem, das ist häufig der Gedanke, diese Dinge sind halt, die haben halt keinen Nutzwert häufig, sondern alles, was man da hat, ist diese Tokens, die kann man halt wieder in richtiges Geld tauschen. Das ist der Wert, den die Dinge erzeugen. Und diesen richtigen Wert kannst du halt nur einlösen, indem jemand anderes dir echtes Geld dafür gibt. Also man sagt immer, einige Leute sagen, ich habe Geld verloren, weil meine Cryptocurrencies abgesunken sind. Das Geld hast du verloren, als du sie gekauft hast. Der Trick ist, dass du versuchst, jemanden anderen zu finden, den du übertölpelst, damit du Geld zurückbekommst. Und das ist der Gedanke, weshalb es üblicherweise als Schneeballsystem beschrieben wird. Also das heißt nicht, Blockchain ist immer Schneeballsystem, aber alle Blockchains, die wir sehen in Einsatzszenarien, nicht alle, aber die meisten bilden Schneeballsystem-eske Eigenschaften heraus. Und mit dieser Definition auch am Ende müssen wir leider das Podium an dieser Stelle schon schließen. Vielen Dank für eure Fragen. Ich hoffe, dass man Ihre Frage am Ende das nochmal persönlich besprechen kann. Seid ihr noch einen Moment auf der Bits und Bäume? Das ist super, so da gibt es vielleicht noch Gelegenheiten zum persönlichen Gespräch. Vielen Dank für eure Gedanken, eure Expertise und auch an euch, dass ihr hier am frühen Vormittag euch schon mit Blockchain, Bitcoin, NFTs, Konsensmechanismen und so weiter beschäftigt habt. Ich wünsche euch noch einen schönen letzten Tag der Bits und Bäume. Danke.